everything changes. Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder LS17 auf der PlayStation 4 auf der Karte Gold Quest Valley. Und ja, ich bin gerade auf dem Hof. Wir haben den dritten Frühlingstag. Wir haben 6 Tage Jahreszeiten. Also 6 Tage Frühling, 6 Tage Sommer, 6 Tage Herbst und 6 Tage Winter. Jetzt haben wir endlich die richtige Temperatur, um unser Zeugs hier in den Boden zu bringen. Wenn wir da das Menü öffnen vom Saisonmod, sehen wir da Weizen, Getreide, Raps 5 Grad, Sonnenblumen 7 Grad, Sojabohnen 10 Grad, Mais 10 Grad. Das sind die Bodentemperaturen. Und ja, jetzt haben wir 5 Grad, ne, wir haben 6 Grad, also können wir alles, was 5 Grad hat, jetzt mal einsehen. Und ja, ich denke, die Temperaturen werden jetzt noch wärmer werden über den Tag, aber wir fangen da mal an. Wir haben ja die meisten Geräte schon vorbereitet. Das letzte Mal haben wir da noch ein bisschen eingekauft, das war aber beim Livestream. Wir können mal hier schnell reinschauen. Wenn wir da sehen, stehen jetzt da 2 neue Lastwagen. Also einen habe ich noch gekauft, den da. Und den hatte ich schon vorher, aber die sind beide neu. Und ja, die werden dann auch dann in Einsatz kommen hier. Aber jetzt müssen wir erstmal die Geräte hier aktivieren, die auf dem Feld rumstehen. Wenn ich denn das Gerät finde. Genau, hier haben wir Kartoffeln. Hier habe ich einmal den Hülliman und den alten Fan noch zu stehen. So, wir werden mal hier beginnen. Der hat noch die kleine Sämaschine dran für die Kartoffeln und werden dann mal den Helfer losschicken. Genau, der kann da fahren. Beim Hülliman machen wir es mal so. Wir werden mal hier den Anhänger abkippen. Also nicht alles, ein Teil davon, und können nachher mit den Kartoffeln hier mit der Schaufel die Sämaschine befüllen. Das ist genau die Seite, was er eigentlich nicht wollte, aber okay. Vor allem über die eigenen Kartoffeln. Genau, also ein, zwei Mal muss ich sie sicher auffüllen. Wir sollten Lichter machen, dann sehen wir, wo wir hinfahren. Ja, das Coole ist ja an den Saisonmod, es ist auch der Tag wird eigentlich ist noch angepasst, die Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das ist natürlich jetzt ein bisschen später, im Sommer ist es dann natürlich schon heller um die Zeit. Aber ja. Okay, dann haben wir gesagt Pappeln haben wir auch schon Traktor zu stehen. Da machen wir auch mal noch hier Arbeitsbeleuchtung ordentlich an. Es ist ja noch nicht so hell. Und werden hier mal mit dem ersten Feld anfangen, Pappeln zu machen. Und dann machen wir auch 2 Felder. Okay. Irgendwie, oh ja, funktioniert. Alles klar. So, das ist der Mähdrescher. Das ist der. Oh ja, da haben wir jetzt die fette neue Sämaschine hier zu stehen vom Horsch. Und das Ding ist natürlich richtig cool. Und da habe ich jetzt Weizen eingestellt. Ich hatte nämlich schon ein Feld gemacht, aber da werden wir auch nochmal drüber fahren. Das war, glaube ich, das Feld Nummer 15. Da habe ich auch schon, da habe ich Weizen drauf, aber da muss ich nochmal. Da muss ich nochmal drüber, das gefällt mir nicht, das war zu kalt, ich weiß nicht, ob das denn wirklich wächst nachher. Es zeigt zwar grün an, aber ja, ich habe da Bedenken. Okay, auch hier Flutlichtanlage, ich glaube die Sämaschine hat sogar auch Licht und dann werden wir die mal ausklappen. Und dann ist das ein bisschen größer wie das Teil, was wir bis jetzt hatten.
Jetzt hatten wir 6 Meter, das ist glaube ich 9 Meter. Jetzt muss ich noch lügen, jetzt weiß ich es gar nicht mehr genau aus dem Kopf. Habe ich schon so lange gekauft. Und zwar ist das Teil hier hinten 12 Meter. Meine Güte, sind es doch 12 Meter. Und ich hätte gern noch hier den Horsch Mestro. Auch mit 12 Meter, das wäre noch so die nächste Maschine. Also wir haben sie jetzt noch nie im Einsatz gehabt. Wir werden das jetzt das erste Mal. Okay. Das ist natürlich mal nicht schlecht. Genau, das sind auch erstmal so die ersten Sachen, was ich so machen kann. Gerste, Raps, das machen wir auch mit der Sämaschine. Pappeln sind wir dabei. Kartoffeln sind wir auch dabei. Zuckerrüben haben wir jetzt noch nicht. Haben wir auch keine Maschine jetzt dafür da. Wohl. Wo, wir haben noch die kleine da, die macht natürlich Zuckerrüben. Die große würde das natürlich hier auch machen. Das wäre natürlich ganz genial. 220 PS. Bräuchten wir bloß ein bisschen Knete. Genau, da stehen die ganzen Geräte noch drin hier. Wo ist denn jetzt unser kleiner? Der ist auch da drin. Der ist ja eigentlich immer auf dem Feld unterwegs gewesen. Jetzt muss ich mal schauen, kann ich das Teil reparieren? Nee. Also ja, den Traktor vielleicht schon, aber... Okay, die ersten Geräte laufen schon mal. Das ist schon mal gut. Zeigt er mir immer noch das an. Das ist ja, wenn ich zum Händler gehe, kann ich es reparieren. Hier kann ich es auch reparieren. Okay. Mit denen habe ich ja immer die Felder bestellt, haben wir immer die Sämaschinen dran gehabt, egal welche, der hat das alles hier alleine gemacht. Jetzt haben wir da noch die kleine Sämaschine von Kuhn. Und die hat natürlich nicht so viel Arbeitsbreite, aber genau. Wir können ja trotzdem damit noch arbeiten, solange wie wir die anderen noch nicht haben. Wir können ja auch nicht, wir haben ja auch nicht so viel Geld momentan. Hat ja bis jetzt auch funktioniert. Eine große wäre natürlich noch besser. Aber wir fangen jetzt mal da an, machen da mal noch das Rübenfeld bereit. Werden das noch auffüllen hier. Aha, muss natürlich hinten umschalten. Da habe ich nämlich auch noch so einen Flutlichtmast hingestellt. Der ist natürlich nicht schlecht. Nimmt mir aber da auch ein paar Slotzahlen weg. Und vielleicht nehme ich den doch weg. Die Geräte haben ja alle selber Licht. Und meistens bisher nicht im Stockfinsteren. Und hey. Aha, wollte es vorne zumachen. Jetzt habe ich natürlich gerade umgezwitscht hier. So, schicken wir den auch noch los. Dann haben wir alle Sämaschinen, was wir so haben, auf dem Feld. Und
Ja, mehr können wir momentan auch nicht machen. Wir haben noch Gülle gefahren. Zum Schluss. Also alle Felder sind, glaube ich, auf jeden Fall einmal gedüngt. So, genau. Und hier drüben machen wir dann wieder unser Feld mit den Rüben. Oder haben wir da schon was gemacht? Das ist natürlich... Die haben wir, glaube ich, auch schon zu früh reingemacht. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Das ist natürlich schlecht. Genau, das zeigt mir nämlich da drüben an. Das zeigt mir auch an, damit sie im Wachstum sind. Also, die müssen wir auch nochmal rausnehmen, weil die Temperaturen zu kalt waren, damit wir da überhaupt hätten Rüben reinmachen können. So, jetzt... Okay, der braucht da noch ein Weilchen. Der hat noch. Der hat anderweitig zu tun. Der hat keinen Sprit. Der ist gut. Kommen wir da raus? Ich glaube, da kommen wir raus. Wo ist er denn? Da. Oh. Können wir das gerade noch umändern hier? Jetzt habe ich natürlich wieder das Gewicht, das ist klar. Ja, ich will da beim Rübenfeld, das gefällt mir nicht, damit ich das schon zu früh reingemacht habe. Wir wären gerade noch mit den Grubber drüber. Aber wir werden hier noch die Zwillingsbereifung drauf machen. Konfigurieren, Zwillingsbereifung. Okay. So muss ein Deutz aussehen. Jawohl. Werden uns mal den Grubber schnappen. Ich hoffe, der schafft den. Theoretisch müsste das eigentlich reichen. Jawohl. Und da werden wir das Rübenfeld nochmal grubbern und nochmal frisch ansehen, damit auch da wirklich was wächst. Sonst haben wir nachher die ganze Zeit gewartet und die Rüben zu früh in den Boden gemacht, den Samen. Und dann wächst da nichts. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich auch so ist auf der PlayStation, auf dem PC mit dem Seasons Mod. Ist es auf jeden Fall so, wenn du es da nicht bei der richtigen Temperatur machst, dann wächst da gar nichts. Das habe ich schon auf der Stappenbach gehabt. Oder habe es eigentlich immer noch. Das Feld ist noch nicht erntereif, was ich da gemacht habe. Okay, wir machen das so. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein kleiner finanzieller Verlust, aber das ist halt Landwirtschaft. Damit musst du rechnen. Kannst ja nicht das Wetter beeinflussen oder bei dich, wenn die Temperaturen da so kalt sind und ich das natürlich schon im Boden mache. Das kann man natürlich schon beeinflussen. Super. Ich wollte eigentlich hinten ausklappen. Kann es jetzt vorne wieder anhängen. So, dann machen wir hier Rüben rein. Ich hoffe, sie kommen sich nicht ins Gehege, die beiden Traktoren. Der fährt jetzt mit 15, der andere weiß ich nicht. Oh, der ist fertig, okay. Kommen wir gleich dazu. Der fährt mit 16. Okay, das könnte natürlich ein bisschen knapp werden. Je nachdem, wie der sich anstellt, hier mit dem Umdrehen. Okay, der sollte aber ein bisschen breiter sein von der Arbeitsbreite her und dann sollte das natürlich schon funktionieren.
Und so haben wir den Deutz hier 9er Serie auch noch gar nicht eingesetzt, damit wir den so auf dem Feld hatten. Meistens hat er bloß bis jetzt Transportarbeiten erledigt. Okay, das sollte eigentlich so funktionieren. Dann werden wir den großen Phantom stellen, wenn der da schon fertig ist. Das ging natürlich schnell. Und der hat auch einen riesen Tank da drin. Das ist natürlich, kannst du da ein paar Felder am Stück machen. Das gefällt mir natürlich. Jetzt haben wir da immer Sonnenblumen gehabt. Jetzt machen wir hier Weizen, würde ich sagen. Ich muss gerade überlegen, wo ich am besten beginne. Wir fangen hier unten an, dann haben wir das Haus schon nicht mehr. Hier unsere Halle, was da stört, wenn ich den hier unten starte. So, machen wir da Weizen. Alles klar, das läuft. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Der Traktor hat keinen Sprit mehr. Unser Auto steht schon parat. Wir haben hier unseren Tankanhänger, den kleinen dran. Oh, ich habe sie ja schon aufgefüllt. Ich dachte, der ist leer. Okay, dann habe ich das schon gemacht. Habe ich das vergessen? Da habe ich das schon so vorbereitet. So, dann kann ich den Traktor tanken. Muss ich das festhalten? Okay. Muss ich das Viereck drücken, damit das dazu geht wieder. So, dann tanken wir den mal. Das ist jetzt eigentlich der letzte Traktor, was jetzt nichts zu tun hat. So, und wir werden... Jetzt muss ich denn da wieder aufmachen. Wir werden jetzt noch den LKW aktivieren hier. Jawohl. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob ich da... Ich muss wahrscheinlich da in der Mitte raus. Mann! Okay, von innen kann ich es da mit Eintasten Druck zumachen, oder? Nee. Das ist aber komisch. Wieso ist denn das andere Tor jetzt gegangen? So, okay, dann haben wir wenigstens ein bisschen warm laufen lassen. Da ist der Luftdruckbremse auch da ordentlich Luft drin. Und jetzt fängt das Spiel schon an zu ruckeln. Auf der PlayStation, weil so viele Helfer jetzt unterwegs sind. Moment. Überlegungsfehler. Ich hol von der BGA. Hol ich jetzt doch nochmal den großen Radlader und bring den hier hin für unseren Rüben- und Kartoffelzeugs, damit wir das vielleicht nach und nach verkaufen können. Jawohl, da holen wir mal den Radlader. Und ja, hat ein Traktor eigentlich nichts zu tun.
Also wenn wir jetzt noch die große Seemaschine hätten, dann hätte er natürlich da genug zu tun. Aber vielleicht verkaufen wir noch einen. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. FH hat den Tank leer. Das ist der mit den Kartoffeln. Jawohl. Nein. So, jetzt sollten sie endlich mal diesen Blinker-Mod hier reinmachen. Oder Licht-Add-on. Damit du, wenn du hier abbiegst, der Blinker automatisch ausgeht. Jedes Mal zapp ich da zum nächsten Gerät. So, genau, da sind wir schon bei der BGA. Schön ausholen hier mit dem Tieflader. Jetzt steht das Teil wieder da und macht gar nichts. Na, jetzt haben wir extra so einen Tieflader gekauft. Jetzt sollten wir das auch brauchen. Jetzt brauche ich den Radlader aber auf dem Hof oder beim Hof. So, ich würde sagen, diesmal lassen wir die Schaufel da dran. Die ist ja nicht breiter wie die Räder, was da rausstehen. Schauen, ob das funktioniert. Warte mal, dann stelle ich ihn vielleicht andersrum rauf. Ungefähr so. Festmachen wäre natürlich noch cool, aber da ist nichts. Okay, würde ich sagen, ich mach jetzt hier Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, da werden wir da weiterarbeiten. Schauen, damit wir unsere Felder fertig bekommen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.